Jo, meine Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fiesta Online. Und ich habe es endlich mal geschafft, wieder mal eine vernünftige Folge aufzunehmen. Es war eine sehr, sehr stressige Woche bei mir. Und ich glaube, die nächste Woche wird bei mir auch nicht viel besser sein. Deswegen entschuldige mich auf jeden Fall, dass so wenig Videos kamen. Aber jetzt, zumindest für heute, gibt es mal wieder ein Video. Und dann gucken wir mal so. Die nehmen auf jeden Fall die alle weg. Dann nehmen. Das ging auf jeden Fall schnell. Dann gehört der hier vorne zumindest mir. Außer sie klauen mir den. Das ist dann natürlich doof, aber okay. Gut, die Probe ist denen wohl kackegal. Die haben die aber sehr, sehr schnell down, will man sagen. Gut, dann überlasse ich denen auch noch wohl mehr oder weniger. Weil bis ich den down gemacht habe, ist. Guck mal, der respawnt jetzt erst wieder. Das ging auf jeden Fall sehr schnell. Muss ich so sagen. Ja, 138 sogar. Okay, gut. Dann ist die da zumindest schon mal fertig. Wir warten noch ein bisschen. Ja, und eine neue Maus habe ich auch auf jeden Fall bekommen. Das ist auch der Grund, warum es wieder auch unter anderem ein Video gibt. Weil das war ja letztes Mal ganz, ganz stressig. Und deswegen kam auch kein LOL, weil das konnte man mit der rechten Maustaste völlig vergessen. Jetzt auf jeden Fall eine neue Maus bekommen. Und deswegen können wir jetzt vernünftig loslegen. Auch mit dem Spiel ohne irgendwelche Probleme. So, wieder ein nagelneu auf jeden Fall. So, dann will man sagen, zack. Legen wir mal wieder los. Die Ringe habe ich alle an. Ich habe auch die Pots dabei, wenn irgendwas ist. Vor allem gleich da hinten dann irgendwann bei den Bogenschützen. Das ist ja dann wieder so eine Sache, ja. So, den ersten haben wir. Dann machen wir einmal hier mit dem zweiten direkt weiter. Zack, Nova hinterher. Für zusätzlichen Damage, sag ich mal, an der Stelle. Dann haben wir den zweiten gleich auch da und noch ist alles frei. Zack, dann können wir uns den dritten einmal nehmen. Und dann haben wir, ich glaube, wie viel bekommen wir denn nochmal? 5 oder 4% auf dem Level? Gute Frage. Ja, und man merkt auf jeden Fall vom neuen Levelgebiet her. Ich lasse mich da Zeit. Oha, das war ein schöner Crit. Das war ein sehr, sehr schöner Crit. Da ist eine Probe. Gut. Dann hoffe ich, dass wir eine neue Probe noch bekommen. Müssen wir eigentlich. 3 von 5, 2 Stück noch. Und dann haben wir es hier auch schon mal. Okay, mein Buff ist abgelaufen. Mein Buff ist abgelaufen. Das ist jetzt okay. Nochmal Glück gehabt. Damit habe ich jetzt gerade nicht gerechnet. Da muss ich mir gleich auf jeden Fall nochmal gucken, ob wir einen neuen Büfflein bekommen oder nicht. Je nachdem, für welche Mobs natürlich, ne? Das war auch nochmal ein schöner Crit hinterher. Der hat gesessen, der hat geschmeckt. Das war ja genauso wie beim, genau, als wir den Klerikmann dabei hatten. Das war wunderbar. Mit 100% den Crit-Buff. So, dann können wir die Kiste mal abgeben. Dann haben wir die erledigt. Schnell einmal zu den NPCs wieder. Verkaufe, hört auf Rotting, Forest Equipment. Ach so, das ist das, okay. Ich wollte schon sagen, was ist das denn? Anstatt sofort zu schreiben, 138er Sachen, ne? Macht man das doch so kompliziert von mir aus? Ist nicht mein Problem. Absolut nicht. Zack. Dann haben wir die fertig. Und mal schauen, wie viel ich jetzt nochmal brauche. Wie viel? 62% haben wir. Ja, 5% haben wir, glaube ich, bekommen. Also, oh, ach, 13 Stück noch. Okay. Ist hier zufällig ein Kleri irgendwo? Ja, nein, nöp. Dann laufen wir kurz mal. Gucken wir mal nach Elde. Ach, wobei, komm, lass mal. Wir schmeißen. Warum habe ich hier so wenig Rollen? Hatte ich schon immer so wenig Rollen? Schmeiß ich mal diese Rolle hier einfach mal rein. Okay. Ne, ich habe wirklich nur so wenig Rollen. Habe ich nur so wenig Rollen? Verstehe ich gerade nicht. Ich dachte, ich hätte mehr Rollen. Okay, wenn nicht, dann halt nicht. Dann, ich muss mal schauen, wie ich das dann mache. Ob ich trotzdem alle pulle, aber ich glaube schon. Weil wenig pulle ich nicht. Das ist, Ne, wenn schon richtig, dann aber wirklich richtig. Ob ich jetzt 1% verliere oder nicht, das ist jetzt auch nicht so schlimm für mich. Muss ich sagen. Ich sag mal sowieso 62%. Dafür auch noch plus nicht im neuen Levelgebiet gewesen, sondern halt wirklich immer nur ab und zu Dailies oder halt so wie jetzt die Nepis und das war's. Mehr habe ich ja auch nicht gemacht, wirklich. Und da ist das dann wirklich kein Problem. Zack. Dann einmal nochmal den hier. Dann nochmal den hier.
Und nochmal Inferno. Ne, nicht Inferno, Nova. Nova heißt das ja. Aber irgendwie kann ich sie so oft benutzen diesmal. Aber es läuft auch geschmeidig alles. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber ich habe auch kein Problem mit. So, dann nochmal Nova. Sehr schön. Guck mal, die nehme ich hier einmal alle mit nochmal. Und dann wäre es zumindest gut, wenn ich irgendwohin dann mehr oder weniger die alle auf einmal habe. Aber wenn ich wegteleportiere, so wie jetzt, und dann Meteor drauf habe, dass ich alle wirklich bei mir habe hier. So, 3, 2, 1, dann mal den hier oben drauf. Gut, sehr schön. Das klappt doch, wenn ich das jetzt so die ganze Zeit beibehalte. Kein Problem. Dann nochmal den hier. Den wunderschönen Slow. Schlau vor allem, genau. Der Schlau. Es wäre auch eine Sprint eventuell gut. Habe ich eine Sprint irgendwo rumliegen? Weil ansonsten komme ich ja gar nicht weg von denen. Habe ich hier irgendwo, ja. Na komm. Eine wunderschöne Sprint. Jetzt bin ich auch ein bisschen schneller als die. Weil ansonsten, wie gesagt, da komme ich ja gar nicht voran. Und so klappt das. Ja. Gut, eine T5-Sprint hätte ich vielleicht nicht unbedingt gebraucht. Eine T4 würde es auch machen. Ohne Probleme, bestimmt. So, dann haben wir nochmal hier die Nova. Weil jetzt, ich merke schon, ja, die Sprint ist auf jeden Fall, ich sag mal, der Schlüsselpunkt. Dann kann ich ja gleich rein theoretisch alle zusammenpullen wieder. Je nachdem, wie viel ich halt brauche. So, dass ich die halt zusammenpullen den Rest und dann halt wieder so laufe. Weil hier vorne sind zumindest 5, ne? Ja, hier vorne sind 5. So, guck mal, dann nochmal den hier. Und da brauche ich auch keinen Umwerf unbedingt, muss ich sagen. Das reicht dann so völlig aus. Das reicht so völlig aus. Mhm. Sehr gut, dann habe ich jetzt das Geheimnis gelüftet, wie man mit einem Mage überlebt am besten. Mit der T5 Sprint, let's go. Eigentlich genauso wie der Jäger, mehr oder weniger. Zack. 73, 74, hier haben wir nochmal auf 8, ja, vielleicht sogar 79. Mal schauen. Das sind 3, ja. 79. Und Tränkeproblem habe ich auch nicht. Also ich muss sagen, das läuft auf jeden Fall viel, viel flüssiger als in der letzten Folge. Keine Ahnung, woran es liegen könnte. Weiß ich nicht, aber habe ich kein Problem mit. So, einen brauche ich noch. Da respawnt aber doch der erste respawnt, sehr schön. Dann nehme ich den aber direkt mit. Den nehme ich mit. Und dann habe ich es. So, ach guck mal, du kriegst sogar alles. Du, wir stehen sogar mit dir drin. Aber ein bisschen außerhalb. Damit der eine nicht mitkommt. Da habe ich Angst, dass er mitkommt. Dann gehen wir nochmal ein bisschen weiter zur Seite. Und hier müsste eigentlich klappen. So, dann muss ich mal schauen, was wir noch brauchen. Und dann können wir nämlich dann weitermachen direkt mit der nächsten Quest von diesem Bereich hier. Und dann haben wir hier schon mal die 80 fertig. So, ja, wir bekommen auf jeden Fall durch Nova gut Damage. Inferno, wenn ich Inferno machen würde, auch nochmal Damage. Das ist halt zusätzlich Damage. Und einen zu stehlen ist in Ordnung, mehrere aber auf keinen Fall. So, zack, komm schon. Perfekt, dann haben wir die fertig. So. Ach guck mal, die können wir sogar hier oben direkt abgeben. Dann muss ich mal schauen, was wir noch brauchen für die Quest. Bloß nochmal irgendwie gucken, dass ich mal irgendwie ein bisschen leerer mache. Ach guck mal, da hätten wir sogar nochmal die 5 Sprint gehabt. So, jetzt habe ich nochmal ein Item bekommen. Und was brauche ich denn noch? Wo ist denn die Quest überhaupt? Da sind wiederholbare, das sind die Schuppen. Hier. Eine Mönchs. Also brauchen wir noch einen Mönch. Da genau, die Mönchs. Und die Mönche sind ja hier hinten in diesem Bereich. Dann laufe ich da einmal direkt hin. Damit wir die schon mal anfangen, zumindest heute. Sind das die? Ne, das sind die Bogenschützen. Das sind die. Die Mönche sind dann hier, ne? Oder nicht? Oder waren das doch diese hier? Ne, das sind doch die. Dann kann ich die ja eigentlich auf einen anderen Platz machen. Aber warum habe ich... Ich bin aber verwirrt. Ich habe die doch auch einmal gemacht, oder nicht? Oder habe ich da schon irgendwas nebenbei aufgesammelt? Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Oder sind das hier... Ah ne, das da oben sind ja glaube ich auch wieder andere, oder? Ja, muss ich mich aber immer auf der Map zurechtfinden.
Ne, okay, da sind auch wieder andere Mobs. Gut. Gut zu wissen. Also machen wir die doch da oben ganz gechillt, dann pull ich die zusammen, dann können wir die machen. Weil da war ich gerade eben leicht verwirrt. Wie oder was? Guck mal, dazu können wir den Affen dann auch ohne Probleme machen. Rein theoretisch. Ja, mit einem Sprint. Also waren jetzt die Mobs, die hier oben sind, ne? Wie viele sind denn hier? 3 Stück. Ach, das sind auch noch Bogenschützen. Och, nö. Gut, die kann ich gar nicht. Oh, die müssen wir dann gucken, dass ich die dann eventuell einzeln mache. Och, das ist ja. Das machen wir auf jeden Fall dann einzeln. Da reichen mir die Mobs, die hier stehen, auch völlig aus. Aber die gehen zum Glück einigermaßen schnell down. Das ist wenigstens der Vorteil jetzt, sage ich mal so. Das ist das Schöne. Dass die halt schnell runtergehen. Weil ansonsten, nee. Hätte ich ein großes Problem hier. So, 4, 5, 5, wo sind die anderen? Die anderen, oh, die spawnen aber auch lange. Die müssen doch, glaube ich, hier vorne irgendwo sein. Hey, nein, hier sind die Mönchs. Da sind die Mönchs, hier sind die Bogenschützen. Dann machen wir die hier einfach weiter. Ab und zu mal eine Nova drauf klatschen, dann passt das schon. Aber die haben wirklich eine lange Respawn-Zeit, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Gott. Dann einmal hier wieder. Na, jetzt geht's los hier. Zack, aber so klappt das wirklich ohne Probleme. Dann können wir die auf jeden Fall dann in der nächsten Folge weitermachen. Ob wir die fertig bekommen, ich glaube eher weniger. Guck mal, da machen wir schon mal. Ach, wir brauchen 8 Drops von denen, okay. Gut zu wissen. Was ist mit denen eigentlich? Heller Kristall. Also das ist ja für. Ja, muss mal gucken, ob die überhaupt verkauft werden aktuell. Ich glaube für den Gold. Ja, kann man die auch direkt auf einen NPC vergeben. Also das macht dann keinen großen Unterschied. Für mich bezüglich. Gut, dann haben wir die fertig. Den einen wieder fertig. Hier machen wir nochmal die Nova oder Inferno drauf. Also irgendwie habe ich es auch immer mit Nova und Inferno. Ich verwechsel die jedes Mal. Gut, damit auch noch einen zweiten. Und damit nochmal einen Drop bekommen. Das ist doch gut. Dass sie einigermaßen gut droppen. Aber die gehen wieder schon schnell. Das ist das Schöne. Die gehen schnell. Okay, den Quest muss ich auch mal gucken. Da haben wir, wie gesagt, ja auch noch diese eine Quest, ne? So, jetzt haben wir jetzt schon 9 Stück gemacht, ne? In so einer kurzen Zeit. Also können wir doch rein theoretisch diese Quest nächstes Mal fertig machen. Eigentlich. Das müsste kein Problem sein. Einmal so hier eben. Komm schon. Perfekt. Dann haben wir den auch down. Dann nochmal den hier da oben. Der muss dann eben auch wegsterben. Gut. Hey, wake up. Und dann haben wir es. Zack. Dann einmal hier. Den einen nehmen auch nochmal. 13 von 50. Zack, 14 von 15. Dann haben wir gleich sogar 15 von 50. Also noch 35 Stück, die wir brauchen. Und die schaffen wir. Guck mal, dann nehme ich den einen sogar auch nochmal mit hier. Wenn der schon da oben mitsteht. Zack, und dann haben wir noch einen Drop bekommen. Genau. Jetzt nochmal den hier. Und dann sehe ich schon, haben wir die Zeit ja wieder erreicht, ne? So schnell kann es gehen. 16 von 50, das heißt, ja, 15 Stück. In 3-4 Minuten. Gut, damit würde ich aber sagen, ich hoffe, euch hätte voll gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann einen Daumen nach unten. Aber bitte kommentiert in den Kommentaren, wieso, weshalb, warum. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein.